Dort sieht man es nochmal, was es gab. Den Jafir-Pass und die einzelnen Kleinigkeiten. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Genau, das sind die neuen Inhalte. Das Waffendesign, das haben wir in der letzten Folge schon gezeigt. VIP-Rabatt. Also Ansehensschub. Das Ding haben wir uns auch angeguckt. Ach stimmt, die gibt es ja auch noch, die 600 Stück. Und hier steht es nochmal, also dass die 8 Operatoren und eine Woche vorher spielen können. Eben diese. Exklusiv Anpassungsobjekte. 600 Rainbow Six Credits, die 10%, ach im Laden war das. Ach, ein 5% Ansehen Boost, stimmt so. Und sogar 0,3% Alpha Pack Boost. Mitglied bis zum 31. Januar 2020. 10% Rabatt nur auf Käufe mit Ansehen oder Rainbow Six Siege Credits. Ja, 10% Rabatt im Laden. Hätten wir das auch nochmal zusammengefasst. Da gab es mal beim Jahr 2 Passen direkt eine Einblendung, wenn man das Spiel gestartet hat zum ersten Mal mit diesem Pass. Aber das hat sich jetzt da unten versteckt. Das ist ja auch schon lange her. Und schon wieder Café, aber diesmal Bereich sichern. Ja, wir haben aktuell 19 aktive Karten und manchmal spielst du an einem Abend 3 Karten und dafür bleiben dann halt andere besonders lange auf der Strecke. Bereich sichern. Frau Frost ist schon weg. Cap kann ebenso, ich nehme aber Ella. Die ganze Welt hat jetzt gedacht, ich nehme den Guman. Mobilen Schild. Arme Frau Frost. Läsion könnte er, aber der will ja unbedingt eine Kontaktgranate mitnehmen. Vigil ist der Letzte, der noch lädt. Der lässt sich ja ganz schön Zeit. Nicht, dass wir gleich zu viert spielen, aber es geht schon los. Schon. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Na, wenn hier eine Kappkamine hin soll, dann ist der Stacheldraht ja auch weg. 10 Sekunden noch. Hier fährt irgendwo was. Nur noch 5 Sekunden. Schau dir jetzt nach. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Oh, die haben Twitch. Und die spawnen hinten beim Weihnachtsmarkt und einer von uns stirbt schon, weil er am Fenster rumgammelt. Was macht eine Läsion da oben? Maximal kommt überhaupt nur einer hier vorbei, der irgendwie an diese Außenwand, an diese Fenster hier will. Besonders an das untere. Tja, ich muss halt in der Nähe von den Gritsmod-Minen sein. Eine Drohne fährt. Kopfschuss. Wollte mich gerade hinlegen. Dann werde ich noch getroffen, ey. Super. Nomad, die Wüstenmaus im Schnee. Hat aber doch ganz schön lange geschossen. Ich dachte eher so ein Glücksschuss, aber die hat schon gesehen, wo ich war. Der rumhampelnde Läsion, der lebt noch.
fast alle Kameras kaputt. Die stellen sich nicht schlecht an. Keiner will da oben an die Kante. Finde ich auch immer lustig bei dieser Karte, wenn man da... Ah, jetzt ist da gerade jemand gewesen. Jetzt wollte ich gerade was erklären, da fährt eine Drohne. Wenn man da nämlich jemand an der Kante links hat, oben am Dach, ihn aber nicht sieht, kann man den trotzdem markieren. Irgendjemand runtergift, da. Hallo, und jetzt noch die letzte Kamera weg und der letzte Kollege von uns auch. War hier keine Kapkamine oder hat... Toll. Oder hat die schon IQ abgeräumt? Nicht nur wegen möglichen Kapkan oder Läsionminen, auch falls Kamerafrau außen was anbringen will. Wenn es draußen hell ist, ist das eher eine Option für Kamerafrau draußen was hinzuschmeißen. Denn im Hellen sieht man die Kamera schlechter. Und auf der Karte gibt es generell ziemlich viel Blinky Blink und da fällt so ein blaues Licht vielleicht nicht so unbedingt auf. Deswegen etwas vorgreifen. Gucken, ob ich überhaupt dazu komme, irgendwas zu entdecken. Immerhin kann ich den Biogefahrgutbehälter entdecken. Mit dem Gerät. Mit dem Phantom. Wie war das? MK3? Schon wieder fast vergessen. Ich habe da erst letztens nachgeschaut. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Klingt schon recht nah. Irgendjemand ist hier in der Nähe. Über uns, okay. Wenn das Spiel jetzt nicht komplett lügt, dann ist es über uns. So, soundtechnisch. Was? Oder war hier ein Einzelner oben? Das könnte auch sein. Na, immerhin habe ich ihn noch identifiziert. Ich wollte eigentlich gerade unter den Stuhl. Ein Fragezeichen ist noch, deswegen fleißig markieren. 5 Sekunden. Störsender. Und Bandit ist es. Und es gibt Läsionminen für mich. Oh, hier ist jemand auf Außenkameras aus. Das ist ja super. Na, da sind die Kollegen schon. Dann kann ich hier einfach hoch. Weil dann kann ich damit rechnen, dass da niemand stehen wird in der Tür, um mich abzugreifen. Kann bitte einer hier oben aufmachen für den Fall der Fälle? Sind da eine Etage tiefer. Okay, hier oben wurde gerade aufgemacht, oder? Ich mache wieder ein paar Fenster auf, damit ich... Oh, eine Kugel. Damit ich dann, wenn es eng werden sollte, sieht nämlich gerade wieder so aus, 2-5, damit ich dann ungehindert irgendwo reinspringen kann. Ich könnte auch den Bug hinterher. Der ist ja schon drin. Ich mache mir trotzdem einen alternativen Weg auf, falls er gleich stirbt. Hätte ich jetzt auch sterben können. Das war mir bewusst. Es ging gerade so gut. Wenn ich da jetzt reinhöpfe, steht bestimmt jemand und greift mich am Fenster ab. Aufgepasst. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Er lebt noch? Nee. Der stand nämlich noch. Ich dachte, ich habe jetzt jemand anderen erwischt, weil der ist so blöd herumgetruckelt, der störsende Mann. Deswegen habe ich nochmal nachgezogen. Ich dachte, ich habe da jemand anderen noch erwischt. Hätte er sein können, der in dem Raum dahinter ist ja
auch noch eine Möglichkeit zu hocken. Da ist ja auch bloß eine Pappwand gewesen. Da war ja auch ein Loch in der Wand. Mist. Oh, schaut mal, Lesion hat irgendwas von Outbreak-Waffendesign. Ist das eine Leiterplatte? Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ich dachte, Lesion geht dahin, aber nein. Will er da unten jetzt eine Mine anbringen, oder was? Wir wieder. Kapkanmin und Frau Frostmatten sind nicht so gut. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Ah, Mist, habe ich nicht bekommen. Ach, der ist schon, okay. Hat er wohl daraus gelernt. 10 Sekunden noch. Jetzt bringt er ja auch an, dann bringe ich ihn wieder ab. Geh weg, du stehst drauf. 5 Sekunden. Da stehst du doch drauf. Eigentlich würde ich jetzt schnell noch ein paar Matten anbringen, vor allem rausrennen. Okay, das freut mich nicht. Das finde ich bescheuert. Sponsieren beim Weihnachtsmarkt, ja. No Match. Ah, schade, den zweiten nicht mehr. Jetzt muss ich aber schnell machen. Eine kommt ja auf den Fleck. Hätte sie wenigstens gerade hinlegen sollen. Voll in den Weg. Lege Stacheldraht aus. Was für eine Rauchstimme. Raucht Frau Frost? Nee, nicht nochmal. Wobei ich hier auch ungern bin, weil man hier so weit gucken kann. Als Angreifer mit dem dicken Visier. Das klingt eindeutig nach Sophia. Beinahe wieder gestorben. Die Kapkamine noch da hängt. Ah, Fenster wieder, oder? Ah, Glas auch noch. Also das Stürmen hier oben machen sie nicht verkehrt. Scheiße. Ich habe ihn noch nicht mal als Glas erkannt, weil er seinen blöden Schalldämpfer drauf hatte. Aber ich spiele, ah, verletzt Willkommensmatte. Welche denn? Das würde ich jetzt gerne wissen. Ach so. Das war ich aber nicht, oder? Oh nein. Eliminierungsassistent. Wie will ich denn zwei in eine Willkommensmatte tappen lassen? Ja, mittlerweile spiele ich bewusst ohne Schalldampf, weil ich habe den lange, lange Zeit ausschließlich bei IQ ausprobiert und bin zu dem Entschluss gekommen. Bringt mir nicht viel. Bei Glass war es jetzt aber gemein, weil ich habe eben nicht erkannt, dass er es ist. Sonst hat er immer so einen markanten Sound. Vielleicht könnte man den Schalldämpfer bei ihm nochmal ausprobieren. Ach, ich werde es mal sehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.